at last, all too well, I can see where we all soon will be. If you strip away the myth from a man, you will see where we all soon will be. Jesus, you started to believe the things they say of you. You really do believe this talk of God is true. And all the good you've done will soon get swept away. You began to matter more than the things you say. Listen, Jesus, I don't like what I see. All I ask is that you listen to me. And remember, I've been your right-hand man all along. You have set them all on fire. They think they found a new Messiah. And they hurt you when they find they're wrong. I remember when this whole thing began. No talk of God, that we called you a man. And believe me, my admiration for you has died. But every word you say today gets twisted around some other way. And they hurt you when they think you're wrong. Nazareth, the famous son, should have stayed a great and known, like his father carving wood, he didn't make good. Table, chair, and oak and chest would have suited Jesus best. He'd have caused nobody harm, no one alarm. Listen, Jesus, do you care for your race? Don't you see we must keep in our place? We are occupied, have you forgotten how put down we are? I am frightened by the crowd, much too loud, and they crush us if we go too far. If we go too far. Listen, Jesus, to the warning I give. Please remember that I want us to live. But it's sad to see our chances weakening with every hour. Where all your followers are blind, they got too much heaven on their minds. It was beautiful, but now it's sour. Yes, it's all God's fault. To the warning I give, please remember that I want us to live. So listen, Jesus, to the warning I give. I just want us to live. It's all gone sour. Yeah. Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlich willkommen, Sebastian und Jenny, unsere heutigen Gäste auf dem Sofa. Und herzlich willkommen auch an euch da draußen an den Geräten. Wir freuen uns auf eine neue Folge von Art Support Stuttgart. Heute mit einem sensationellen Programm. Zwei wahnsinnig tolle Musiker, der Klaus Marquardt an der Geige und Lüne an der Trompete, die wir ja auch kennen von unseren Musical-Produktionen, die beide auch im Orchester im Palladium Theater spielen. Ich habe eben bis vor kurzem noch Ghost mit den beiden gemacht und ich freue mich tierisch, dass sie heute Zeit haben und ihren Teil zu unserer Show beitragen. Weiter geht's mit dem nächsten Song, den habe ich heute ausgewählt, weil ich in diesem Sommer bei den Freilichtspielen in Tecklenburg eigentlich den Besuch der alten Dame hätte spielen sollen. Und als ich da das Rollenangebot gekriegt habe, war ich dann doch etwas verwundert, weil das ist, man hat mir die Rolle angeboten von dem Polizisten, die im Original in, ich glaube, Thun wurde es damals uraufgeführt und auch in Wien lief es damals dann, die im Original Norbert Lammler gespielt hat. Und da habe ich mir gedacht, puh, da habe ich jetzt, also
im Alter einige Rollenfächer übersprungen von heute auf morgen. Aber es war trotzdem irgendwie eine sehr, sehr große Ehre, dass ich das machen durfte. Ist jetzt ja leider nicht stattgefunden, aber wir sind guter Dinge, dass wir das nächstes Jahr nachholen können, den Besuch der alten Dame in Tecklenburg. Und Norbert Lammler ist natürlich ein ganz, ganz lieber Kollege, mit dem wir Rocky zusammen gemacht haben. Er war da mein Trainer, der Mickey. Und er ist halt auch vor allem bekannt durch eine Show, das ist Les Miserables, wo er damals in Wien bei der Premiere von Les Mis, ich glaube, das war die deutschsprachige Premiere von Les Mis, den Javert gesungen hat. Und genau, den Song machen wir jetzt. Stern aus Les Mis. Draußen im Dunkel ein sündiger Flüchtling, heillos und wild, heillos und wild. Gott sei mein Zeuge, ich werde nicht ruhen, bis sein Los sich erfüllt, bis sein Los sich erfüllt. Im Schatten findet er Schutz, mein ist der Weg unseres Herrn, dem der folget dem Pfad der Gerechten, hilft der Herr Gott gern. Doch wer da fällt, wie Luzifer fiel, dem leuchtet kein Stern. Stern, hoch Himmelszelt, wer kann dich zählen? Finsternis füllst du mit Ordnung und Macht, hütest die Herden hier schweigend und klar. Du hältst Wacht in der Nacht, du hältst Wacht in der Nacht. Noch ehe sein Wort uns gebar und bis zum jüngsten Gericht, gnadenlos glänzend tust du deine Pflicht und du änderst dich nicht. Auch wenn du fällst, wie Luzifer fiel, verzehrt dich das Licht. Und so soll es sein, denn so steht's geschrieben, an den Pforten zur Seligkeit, dass sie die Straucheln dafür bezahlen in Ewigkeit. Lass mich ihn finden, dass ich ihn bringe. Vielen Dank. Ja, yeah. Les Miserables, ein großartiges Musical. Ich würde mich freuen, wenn das mal wieder auf die Bühne käme. Und ja, wir wollen auch gleich weitermachen. Wir kommen zu unserem ersten Gast und der heute für euch hier ist, der Klaus Marquardt. Klaus, komm doch bitte auf die Bühne. Yeah, dein Applaus. Dein Applaus. So, Klaus, ich habe dich angekündigt, du wirst uns zeigen, was alles auf einer Geige, Bratsche hast du auch dabei, E-Geige, was alles möglich ist, was man alles machen kann. Und wir werden danach auch noch selbst irgendwie ein, zwei Songs machen. Ne? Aber als erstes lasse ich dir mal die Bühne und ich wünsche dir und euch und dem Boris auch viel Spaß. Klaus Marquardt, meine Damen und Herren. Ja.
Während der Klaus jetzt sich vorbereitet, sage ich kurz, was wir spielen. Wir spielen nämlich als erste Nummer aus dem Violinkonzert A-Moll von Johann Sebastian Bach, den ersten Satz. Und wir spielen den ein bisschen anders. Genau, viel Vergnügen. Thank you.
Dankeschön. Das Instrument wechseln. Aus Brandgefahr, oder was? Genau. Sagst du was? Ich habe sogar ein Mikro. Ja, also, das nächste Stück. Oh, haben wir ausgemacht, da machen wir ein Ratespiel draus. Ja. Ne? Okay, einfach, wer das Stück geschrieben hat, welcher Komponist das war. Okay, ist ein Stück für Bratsche-Solo. Großartig. Sebastian, von wem war das Stück? Also bei mir war es nicht. Nee, keine Ahnung. Quatsch. Am Anfang hätte ich gedacht, so Dvorak irgendwie, aber gegen später. Was sagen dir die Kommis? Guck mal in die Kommis. Oh. So Barber oder Copeland oder sowas? Lauter Glatscher.
Also wollen wir es verraten, das Stück war von Klaus Marquardt. Yes. Also er kann nicht nur toll Geige, toll Bratsche spielen, fantastisch komponieren, improvisieren und jetzt zeigt er euch auch noch, was man noch so machen kann mit der Geige. Alles live übrigens. Thank you.
Geil. So, eins haben wir noch. Zu zweit. Jetzt bräuchte man eigentlich viel Publikum zum Tanzen, oder? Ja, aber mal so richtig. Also, aber naja, gut, okay. Ja, Sebastian, auf. Thank you.
Klaus Marquardt, meine Damen und Herren. Wow, wirklich. Klaus, genial. Ich finde es echt super. Ja, du kommst aber auch ganz schön ins Schwitzen, so, ne? Ich glaube, ich hätte einfach die Jacke nicht anziehen sollen. Vielleicht. So ging es mir letzte Woche. Aber ich glaube, ich ziehe die auch gleich aus. Okay. Meine jüngste Tochter, die ist jetzt 4, die will ja auch unbedingt Geige lernen. Oh, ich habe gesagt, okay, man muss heute Abend zuschauen. Da spielt einer, der es richtig kann. Aber bis man so kann, das dauert halt eine Weile. Ne? Oh, das dauert schon ein Weilchen, ja. Oh, da muss man viel üben. Eben, ja. Ich glaub, viel sich damit beschäftigen, ja. Mein Cousin, der ist ja auch, also in Südtirol, der ist auch, also ich habe meine ganze Verwandtschaft ist Streicher und mein Cousin, okay, der ist auch Violinist. Ja. Und der hat auch gesagt, der unterrichtet aber auch. Ne? Der sagt auch, das Schlimmste ist halt so am Anfang wirklich aus denen was rauszukriegen, das dann halt irgendwie klingt. Ja, genau, bis es dann mal klingt. Bis es dann klingt. Und ja, ich schau mal, wenn sie wirklich sich dazu entscheiden sollte, das zu machen, dann brauche ich Oropax, glaube ich, am Anfang so für die erste okay, Zeit. Viel Spaß. Nee, aber dann ist wirklich fantastisch, was man aus dem Instrument alles rausholen kann. Also wirklich. Dankeschön. Ganz cool. Dankeschön. Ganz groß. Das hat viele Möglichkeiten, auch mit dieser elektrischen Geschichte irgendwie und diesen Soundeffekten und so, klar. Ja, ich kenn das irgendwie so von Gitarristen immer, so ein Paddleboard da davor. Von, aber jetzt weiß ich, funktioniert auch mit Geige. Es funktioniert auch mit Geige. So, jetzt mal was ganz anderes. Ich kann auch sagen, wie kann man einem tollen Pianisten den Abend verderben, indem ich ihm sage, Blitzführung Havertz für Leverkusen 1-0. Oh nee. Nee, Quatsch, ich habe keine Ahnung. Aber... Okay. Ruhig, ruhig, Boris, alles ruhig, noch alles gut. Aber ihr wisst ja, unser Boris ist großer Bayern-Fan, also gerne in den Kommentaren, wenn sich da was tun sollte. Und also ich meine, ihr solltet es natürlich schon beim Stream bleiben. Ihr schaut jetzt das Spiel, ich darf es auch nicht schauen. Ihr sollt schon beim Stream bleiben, aber vielleicht läuft nebenher das Handy irgendwie, der Ticker. Wenn sich da was tun sollte, der Boris wird sich über Zwischenstände freuen, wenn der FC Bayern in Führung geht. Bei Leverkusen lieber nichts posten, weil sonst kommt er nicht mehr durch den Abend. Aber Klaus, ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, wir kennen uns aus dem Palladium-Theater, ja, haben schon einige Shows da zusammen gespielt, aber du bist ja nicht nur im Palladium tätig, du bist ja jetzt gerade, wo man sehen kann, was alles möglich ist mit der Geige, du bist ja sehr breit aufgestellt, bei Wenderson bist du auch in der Band. Ja. Erzähl mal, was sind denn noch so deine Projekte? Also neben Wenderson gibt es noch die Miller Anderson Band. Miller Anderson ist ein schottischer Bluesgitarrist, der in Woodstock selber gespielt hat, also im legendären, tatsächlich auch selber auf der Bühne stand, mit der Keith Hartley Band damals. Wir sind lang befreundet, haben auch zusammen beim John Lord gearbeitet, Miller Anderson und ich. Und genau, das ist eins meiner Projekte, die mir auch sehr am Herzen liegen. Miller ist jetzt 74 und genau, aber immer noch gut unterwegs, singt immer noch klasse, spielt immer noch gut. Macht richtig Laune. Wir hoffen alle, dass er endlich mal wieder aus England rauskommt. Ja, klar. Ja, in England ist es ja nicht ganz so toll wie bei uns. Da ist es noch schlimmer. Ne? Es wird, könnte noch ein Weilchen dauern. Ja. Nee, aber ansonsten bin ich jetzt gerade dabei, irgendwie in der Zeit habe ich jetzt ein bisschen genutzt, irgendwie praktisch eigene Songs zu schreiben und die jetzt auch zu produzieren. Also ein Studiobesitzer, der ein guter Freund von mir ist, hat mir das angeboten, dass ich praktisch da bei ihm einfach 6 Songs irgendwie machen kann. Und das nehme ich natürlich gern an. Ja, klar. Und versuche mich jetzt im Songschreiben. Einer ist schon fertig, der wird bald rauskommen. Super, da bin ich sehr gespannt. Ja, man muss ja jetzt die Zeit, die einem geboten wird, gegeben wird, sinnvoll, möglichst sinnvoll nutzen. Möglichst sinnvoll nutzen, ja. Wir sind samstags hier, du schreibst Songs. Wunderbar. Ja, genau. Ja, jetzt gucken wir mal, bei Bayern hat sie noch nichts getan. Ne? Naja, Boris, alles gut noch. Aber ich würde sagen, Stichwort Songs. Ja. Wir haben auch eine ganz coole Nummer, die du vorgeschlagen hast, die man auch nicht mit Geige kennt, aber mit Sopransaxophon im Original. Ne? Ich wollte gerade sagen, eben. Sopransaxophon. Weder Oboe noch Sopransaxophon. Ja, ich war mir nicht ganz sicher. Also ich habe den Song auch schon ewig nicht mehr gehört. Ich wusste, da ist irgendwas, da schwingt was mit. Aber immerhin wusste ich, dass es irgendwie ein hohes Holzblasinstrument ist. Aber ich konnte mich nicht mehr genau festlegen. Sopransaxophon, jetzt weiß ich es. Wir spielen es mit der Geige, wir versuchen es.
Und das heißt, wir versuchen es. Wir machen es und es klingt großartig. Wir haben es ja vorhin schon einmal durchgespielt. Meine Damen und Herren, Song von Sting, Englishman in New York. Don't drink coffee, I drink tea, my dear. I lock my toast all on one side. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. Man in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Manners make up manners, someone said. He's that hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman. Sobriety, rare in this society, and not a canvas brighter than the sun. Here to make a man. Takes more than license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. A man of makers, man as someone said. He's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. 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 Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Jawohl, Klaus Marquardt und Boris Ritter, meine Damen und Herren. Grandios. Geige kann auch Sopransaxophon. Alles klar. Du, Klaus, ich danke dir jetzt für den ersten Auftritt. Wir haben ja nachher noch was ganz Besonderes, ein besonderes Experiment. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und wir haben ja zwei Gäste heute Abend. Ne? Und ich würde einfach mal sagen, wir holen gleich den Nächsten auf die Bühne, den Lüne nämlich mit seiner Trompete und seinem Flügelhorn. Der hat auch zwei Instrumente mitgebracht. Da ist er, Lüne. Yeah. Applaus für den Lüne, meine Damen und Herren. Und mit dem Lüne spiele ich ja in einer ganz besonderen Band. Die nennt sich Metal Up Your Brass. Und wir sind Blechbläser, ein Saxophon,
ein Keyboard und Schlagzeug und wir covern Heavy Metal Songs. Aber dazu werden wir gleich später noch ein bisschen was erzählen. Jetzt erstmal lasse ich dich allein. Du hast uns was mitgebracht, Mr. Bojangles, mit Boris zusammen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, du darfst in die Mitte. Stimmt. Meine Damen und Herren, Riesenapplaus, riesen virtueller Applaus. Guck mal, wundervoll, super schön. Komm mal. Nimm bitte das Mikro in die Hand, sonst verstehen wir dich nicht. Das gilt glaube ich, noch im Klaus, was da steht. Nee, ich glaube, das gilt dir genauso. Das ist, setzt sich vom Beginn heute Abend bis jetzt durch. Ich habe mir auch gerade hinten Backstage irgendwie so Kommentare durchgeschaut. Durchweg Begeisterung und ich freue mich tierisch. Das ist echt ein cooles, entspanntes Programm heute Abend, wirklich. Ja. Und ja, ich habe es ja schon angekündigt, wir spielen in einer ziemlich geilen Band zusammen. Allerdings, ja. Metal Up Your Brass. Komm ein bisschen her. Also Abstand ja, aber man kann es auch übertreiben, Lüne. Wir haben ja schon gekuschelt heute. Genau. Und erzähl mal ein bisschen, du bist ja so Mitbegründer dieser genau. Band und schreibst auch größtenteils, also bis auf einen Song, glaube ich, hast du alle Arrangements irgendwie geschrieben? Bis auf zwei Songs, von einem wollen wir, glaube ich, nicht mehr spielen. Okay. Nach letztem Jahr. Die Arrangements sind eigentlich alle von mir. Es ist eine Autobahn in Idee gewesen von einem Kollegen, wo wir nach Zürich gefahren sind. So, ich war noch niemals in New York. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass wir eigentlich schon alles gespielt haben mit den Dingern hier, aber noch kein Heavy Metal. Und da ich ein großer Metal-Head bin, also so ein richtiger Fan,
war es eigentlich bloß noch eine Frage der Zeit. Und dann haben wir angefangen zu suchen und ich finde die Story immer so schön. Die erste Probe war in der Kaserne vom Polizeimusikorchester in Böblingen und um mich herum saßen nur Musiker vom Polizeiorchester. Das erste Stück, was ich arrangiert hatte, ohne nachzudenken, war Breaking the Law. Ich fand, das war irgendwie ein Zeichen. Wir haben dann ein bisschen rumüberlegt und experimentiert, die Besetzungen ein bisschen geändert, andere Leute dazugeholt, unter anderem den Hannes. Und jetzt sind wir gerade so ein bisschen, wären wir so ein bisschen am Durchstarten gewesen. Jetzt hat uns Corona leider wieder ausgebremst. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ja, genau. Wir haben ja, 2015, 16, ne, als ich bei Rocky, zur Zeit von Rocky, genau, ging's dann los. Im Boxring auf der Probebühne. Genau, wir hatten ja ein erstes Tryout-Konzert mit unserer Band im Probenboxring auf unserer Probebühne. Das kam tierisch gut an. Ja. Und dann haben wir gedacht, da müssen wir weitermachen. Ja, genau. Und so war es auch. Und dann haben wir ja letztes Jahr tatsächlich auf dem Rock of Ages Festival gespielt. Ja, das war, darf man gar nicht laut sagen, das war eigentlich unser erster wirklicher Gig. Und das war dann halt gleich vor Zuschauern, also große Anzahl Zuschauern auf so einem recht großen Festival. Und, aber es kam gut an, es sind immer mehr Leute geworden. Wenn die Band scheiße ist, gehen sie ja normalerweise immer weg. Da kamen sie dazu. Das hat gut getan, ja. Genau, ja. Und es war ja auch irgendwie, ich kam frisch aus dem Urlaub, glaube ich. Wir haben einen Abend vorher dann nochmal geprobt und dann Rock'n'Roll halt, ne? Einfach zum Festival hin und da mal die Leute gerockt. Ja, kann man sagen, ja. Und wir werden ja, es ist derselbe Veranstalter, dieses Jahr wären wir in Balingen beim Bang Your Head Festival gewesen. Das ist eigentlich das drittgrößte genau. Metal Festival in Deutschland. Also nach Wacken und irgendwas nochmal. Was anderem. Aber da wollten wir eigentlich, haben wir uns schon tierisch drauf gefreut. Es hat Corona ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wir gucken, wahrscheinlich sind wir vielleicht nächstes Jahr dann dabei. Sind wir wohl schon gebucht. Ja. Dann ist es ja verschoben und nicht aufgehoben. Und ja, wie gesagt, wir haben uns jetzt auch ein paar Songs mitgebracht aus unserem Bandrepertoire. Wir mussten natürlich schauen, was funktioniert jetzt mit Klavier und Trompete, weil, ja, ihr könnt euch vorstellen, mit 10 Mann, die wir sind, das drückt schon ordentlich mit den Bläsern. Und, also wir haben jetzt Songs rausgesucht, die nicht so fürchterlich auf die Fresse hauen, nicht nur so, sondern schon 2 Balladen und dafür einmal wirklich eine Rock'n'Roll, weil die haben ja immer nur Rock'n'Roll gespielt, die langhaarigen Bombenleger. Und schauen wir mal, wie es wird. Ja, machen wir. Eine Sache noch, muss ich kurz sagen. Boris, es steht 1-0. David Alaba. Ja, wunderbar. Na, wunderbar, dann können wir einen Abend so weiterführen. Genau. Alles, für dich nochmal alles gut. Jetzt ist für mich der Abend versaut, toll. Und dann habe ich noch eine andere Sache. Ihr kennt ja unsere Partner-Facebook-Seite mit den Auktionen. Ne? Der Lüne hat, wir haben ja Band-Merchandising, wie sich das für eine richtige Rock'n'Roll-Heavy-Metal-Band gehört. Wir haben hier Masken gemacht. Ich zeige es jetzt mal in die Kamera. Das sind unsere Masken, die von unserer Band Metal Up Your Brass. Und ihr könnt eine dieser Masken dann ersteigern auf unserer Facebook Artsupport Stuttgart Facebook Auktionenseite. Ihr könnt entweder meine ersteigern, wenn ihr für meinen reingeschlonze irgendwie mehr bietet, oder ihr kriegt eine frische. Wir machen einfach so, ihr kriegt eine frische. Wir werden noch eine andere zur Verfügung stellen. Also wie gesagt, das demnächst auf unserer Auktionenseite. Und fachmännisch entsorgt, aber kann man ja waschen. Ne? Also. Und wir legen jetzt mal los. Der erste Titel, den wir euch mitgebracht haben, ist ein Song von Aerosmith, Dream On. Gone, it went by
Ich weiß noch genau, letztes Jahr bei dem Gig, da hat es ja am Anfang noch so ein bisschen geregnet bei uns und es war ein bisschen windig und ich hatte da noch meine vollere Haarpracht, meine etwas längeren Haare, die ja dann Ghost weichen mussten bei Ghost. Und es war schon ein geiles Gefühl, da vorne zu stehen, auf dieser Rampe so ins Publikum rein, Wind durch die Haare und diese Nummer zu performen, das war schon cool. Ja. Also ich freue mich, wenn das nächstes Jahr dann hoffentlich stattfindet beim Bang Your Head. Und ja, wie gesagt, wir covern ja einiges, ne? Das war jetzt Aerosmith, wir haben auch Iron Maiden dabei, wir haben Black Sabbath, alles Mögliche, wirklich durch die Bank. Rammstein haben wir auch im Programm. Und die nächste Nummer ist Motorhead. We play some Rock'n'Roll. Genau. Mehr Klavier. Boris, letzte Woche AC/DC, heute Motorhead. Das ist letzte Woche bewiesen, es braucht keine Gitarren. If you like to gamble, I tell you I'm a man. You win some, you lose some, it's all the same to me. The pleasure is to play, makes no difference what you say. Say green, the only kind I need is the ace of spades, the ace of spades. Playing for the high wall, dancing with the devil, going with the flow, it's all a game to me.
mistake is playing the Ace of Spades, the Ace of Spades. You know I'm born to lose, and gambling's for fools, but that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Boris, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, ich habe es im Intro gesagt, 2-0, Serge Gnabry. Ja? Der Abend wird immer entspannter für dich. Aber wir sind ja auch gleich durch, mehr oder weniger schon. Wenn wir kommen nämlich zur vorerst letzten Nummer des Abends, vielleicht haben wir noch eine Zugabe, schauen wir mal. Aber erstmal die letzte Nummer und die ist neu im Programm bei uns in der Band. Ne? Die ist komplett neu. Die habe ich gerade während Corona, kurz vor der letzten Probe, noch schön rausgeschrieben, ohne Hannes zu fragen. Du musst ein Stückchen näher rücken, sonst bist du nicht im Bild. Aber wir müssen auch auf Abstände achten. Das machen wir jetzt mal einfach so ganz geschickt. Dann ich gehe ein bisschen nach hinten. Sozial distanziert. Sozial distanziert und ihr seid ein bisschen weiter vorn. Und dann kriegen wir das schon ganz schick gelöst. Und es ist eine Deep Purple Nummer. Genau. Und es war eine ganz alte, weil wir hatten erst eine Ballade mit Dream On. Und dann dachte ich, gucken wir mal nach einer. Und dann kam mir When a Blind Man Cries über den Weg. Und ich finde die Nummer großartig. Und sie spielt für den Hannes gemacht, von daher. Und was ich ganz cool fand, wir haben die gerade vorhin geprobt. Und dann kam der Klaus, spielt ihr das auch? Ja, das habe ich ja mit John Lord schon gespielt. Und dann denke ich so, spielt Klaus jetzt einfach mal so ganz spontan mit. Viel Spaß euch. Ja, genau. Kurzer Schuss. Okay, dann spielt Klaus ganz spontan Solo für euch. Du guckst mich nur dann an, wenn es fertig ist, dass ich weiß, wann ich wieder einsetzen kann. Alles klar. Also, es wird mega improvisiert jetzt, aber es wird mega geil. So viel kann ich jetzt schon versprechen. Los geht's. When a Blind Man Cries. If you leave it, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor, where I'm drunk or dead, really ain't too sore. I'm a blind man, I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries, Lord, you know there ain't no sedative. Thank you.
had a friend once in a room. Had a good time, but it ended much too soon. In a cold month, in that room, we found a reason for the things we had to do. I'm a blind man, I'm a blind man. Now my room is cold. When a blind man, Klaus an der Geige. Wahnsinn. Yeah. Hammer. Ja, ihr Lieben, und das war's für heute. Ich möchte natürlich den Schluss nochmal nutzen, um euch auch darauf hinzuweisen, nochmal, wer es nicht eh schon weiß, warum wir das Ganze hier machen. Art Support Stuttgart, wir sammeln Spenden für in Not geratene Künstler durch diese Corona, also Künstler, die durch diese Corona-Krise und das Auftrittsverbot in Not geraten sind und ja, einfach ohne Auftritte, keine Kohle, können nichts verdienen. Und daher haben wir diese Organisation jetzt ins Leben gerufen. Wir streamen immer. Unsere Spendenkonten sind auch unter der Woche geöffnet. Ihr müsst nicht jetzt direkt, ihr könnt auch gern unter der Woche. Und ja, wir freuen uns über jeden Cent, über jeden Euro, der ankommt. Es ist echt für einen guten Zweck. Und ja, dann können wir auch nach Corona mit sowas zum Beispiel weitermachen. Ansonsten wird es schwierig. Und ich habe auch schon in den Kommentaren gelesen vorhin, ja, der österreichische und der italienische Song, den gibt es heute nicht, den ihr von dem Konzert normalerweise gewohnt seid. Den haben wir das nächste Mal wieder dabei. Aber wir haben eine hammer, mega geile Zugabe für euch. Wir haben ja das letzten Samstag mit Christine schon AC/DC bei uns im Programm gehabt. Und da haben wir ja versprochen, wir werden diesen Samstag auch wieder AC/DC im Programm haben. Und da hat der Klaus eine Nummer vorgeschlagen, die ist auch ziemlich geil, die wird ziemlich abgehen. Lüne grölt auch mit und spielt auch ein bisschen mit und der Boris geht sowieso ab. Viel Spaß, Zugabe, wie gesagt, letzte Nummer, AC/DC und Thunderstruck. Thunder!
Das war Arztsupport Stuttgart für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte tierisch Spaß mit diesen beiden genialen Gästen und natürlich Boris am Klavier. Wie immer, es war grandios. Ich wünsche euch noch eine gute Woche. Kommt gut durch die Woche. Vergesst das Spenden nicht und dann sehen wir uns nächsten Samstag wieder. Nächsten Samstag auch einen ganz, ganz, ganz tollen Gast. Den Grafen persönlich, Filippo Strocchi. Lasst euch das nicht entgehen. Viel Spaß, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Yeah.